So, hallo alle zusammen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir mal den Faust weiterlesen. Dann gucke ich doch erst mal. Ja, hier sieht alles richtig eingestellt aus. Dann kriegt ihr mich jetzt auch zu Gesicht. Und seid ihr alle bereit für Faust? Alle motiviert, eine wunderschöne gute Nachtgeschichte zu hören? Ja, okay. Wunderbar. Sag mal, Bonsai, wieso bist du eigentlich nicht gemoddet hier? Da stimmt doch was nicht. Ich dachte, ich hätte dir mal hier... Das müssen wir gerade mal schnell ändern. So. Dann hätten wir das auch erledigt. So, dann wollen wir doch mal. Wir haben Faust gelesen. Wir sind zuletzt in, wenn ich das richtig sehe, Gretchens Stube gewesen. Kann es sein, dass die Chatbox falsch ist? Oh ja, das sieht tatsächlich so aus. Ich versuche einmal kurz, ob man das aktualisieren kann. Gut, dass ihr das sagt. Dankeschön. Jetzt muss ich das nur finden, wo auch immer dieses Overlay ist. Danke übrigens für alle, die gerade jetzt hier noch reinfolgen. So, das ist dieses Overlay. Das kann man doch irgendwie hier neu laden. Wie ging das denn? Das ging doch irgendwie... So, hier gibt es einen Refresh. Gucken wir nochmal, ob das geklappt hat. Wenn mal jemand was in den Chat schreiben könnte, einfach mal schnell zum Testen, das wäre ganz lieb. Und danke, Bonsai. Das sieht doch wunderbar aus. So viele Tests auf einmal, ich glaube, ihr habt alle bestanden. Na dann so, gehen wir doch mal zurück zu unserer Zusammenfassung. Wir hatten zuletzt Gretchens Stube. Nein, Gretchens Stube lesen wir jetzt. Wir waren in Wald und Höhle, den wir im Gartenhäuschen und im Garten waren. Ja, die Erkältung ist immer noch da. Aber das kriegen wir schon trotzdem hin. Also, wir lesen gerade immer noch Faust, der Tragödie, erster Teil. Das ist der vierte Lesestream und wir hören jetzt Gretchens Stube. Gretchen am Spinnrad allein. Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmermehr. Wo ich ihn nicht hab, ist mir das Grab, die ganze Welt ist mir vergällt. Mein armer Kopf ist mir verrückt, mein armer Sinn ist mir zerrückt. Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmermehr. Nach ihm nur schau ich zum Fenster hinaus, nach ihm nur gehe ich aus dem Haus. Sein hoher Gang, seine edle Gestalt, seines Mundes Lächeln, seine Augen Gewalt. Und seiner Rede Zauberfluss, sein Händedruck und ach, sein Kuss. Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer, ich find sie nimmermehr und nimmermehr. Mein Busen drängt sich nach ihm hin und dürft ich fassen und halten ihn und küssen ihn, so wie ich wollt. An seinen Küssen vergehen wollt. So, und damit sind wir direkt schon einen weiter. Jetzt sind wir schon bei Martens Garten. Margarete, Faust. Versprich mir, Heinrich. Was ich kann. Nun sag, wie hast du's mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann. Allein, ich glaub, du hältst nicht viel davon. Lass das, mein Kind. Du fühlst, ich bin dir gut. Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut, will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben. Das ist nicht recht, man muss dran glauben. Muss man? Ach, wenn ich etwas auf dich konnte. Du ehrst auch nicht die heiligen Sakramente. Ich ehre sie. Doch ohne Verlangen,
Zur Messe, zur Beichte bist du lange nicht gegangen. Glaubst du an Gott? Mein Liebchen, wer darf sagen, ich glaub an Gott? Magst Priester oder Weise fragen, und ihre Antwort scheint nur Spott über den Frager zu sein. So glaubst du nicht? Misshör mich nicht, du holdes Angesicht. Wer darf ihn nennen und wer bekennen? Ich glaub ihn. Wer empfindet und sich unterwinden zu sagen, ich glaub ihn nicht? Der Allumfasser, der Allerhalter, fasst und erhält er nicht dich, mich, sich selbst? Wölbt sich der Himmel nicht da droben? Liegt die Erde nicht hier unten fest? Und steigen freundlich blickend ewige Sterne nicht herauf? Schau ich nicht Aug in Auge dir und drängt nicht alles nach Haupt und Herzen dir und webt in ewigem Geheimnis, unsichtbar sichtbar neben dir? Erfüllt davon dein Herz, so groß es ist, und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist, nenn es dann, wie du willst, nenn's Glück, Herz, Liebe, Gott. Ich habe keinen Namen dafür. Gefühl ist alles. Name ist Schall und Rauch, umnebelnde Himmelsglut. Das ist alles recht schön und gut. Ungefähr sagt das der Pfarrer auch, nur mit ein bisschen anderen Worten. Es sagen es aller Orten, alle Herzen unter dem himmlischen Tage, jedes in seiner Sprache. Warum nicht ich in der meinen? Wenn man's so hört, möcht's leidlich scheinen. Steht aber doch immer schief darum, denn du hast kein Christentum. Liebs Kind. Es tut mir lange schon weh, dass ich dich in der Gesellschaft sah, dass ich dich in der Gesellschaft sehe. Verzeihung. Wieso? Der Mensch, den du da bei dir hast, ist mir in tiefer innerer Seele verhasst. Er hat mir in meinem Leben so nicht einen Stich ins Herz gegeben, als des Menschen widrig Gesicht. Liebe Puppe, fürcht ihn nicht. Seine Gegenwart bewegt mir das Blut. Ich bin sonst allen Menschen gut, aber wie ich mich sehne, dich zu schauen, hab ich vor dem Menschen ein heimlich Grauen und halt ihn für einen Schelm dazu. Gott verzeih's mir, wenn ich ihm Unrecht tu. Es muss auch solche Kreuze geben. Wollt nicht mit seinesgleichen leben. Kommt er einmal zur Tür herein, sieht er immer so spöttisch drein und halb ergrimmt. Man sieht, dass er nichts keinen Anteil nimmt. Es steht ihm in der Stirn geschrieben, dass er nicht mag eine Seele lieben. Mir wird so wohl in deinem Arm, so frei, so hingegeben warm. Und seine Gegenwart schnürt mir das Innere zu. Du ahnungsvoller Engel, du. Das übermannt mich so sehr, dass, wo er nur mag zu uns treten, meine ich sogar, ich liebe dich nicht mehr. Auch wenn er da ist, könnte ich nimmer beten, und das frisst mir ins Herz hinein. Dir, Heinrich, muss es auch so sein. Du hast nun die Antipathie. Ich muss nun fort. Ach, kann ich nie ein Stündchen ruhig dir am Busen hängen und Brust an Brust die Seele in Seele drängen? Ach, wenn ich nur alleine schlief. Ich ließ dir gern heute Nacht den Riegel offen. Doch meine Mutter schläft nicht tief, und würden wir von ihr betroffen, ich wär gleich auf der Stelle tot. Du Engel, das hat keine Not. Hier ist ein Fläschchen. Drei Tropfen nur in ihren Trank umhüllen mit tiefem Schlaf gefällig die Natur. Was tue ich nicht um deinetwillen? Es wird dir hoffentlich nicht schaden. Würde ich sonst, Liebchen, dir es raten? Sehe ich dich, bester Mann, nur an, weiß ich nicht, was mich nach deinem Willen treibt. Ich hab schon so viel für dich getan, dass mir zu tun fast nichts mehr übrig bleibt. Ab. Mephistopheles tritt auf. Der Grasaff! Ist der weg? Hat er wieder spioniert? Ich hab's ausführlich wohl vernommen, Herr Doktor, wurden da katechisiert. Hoff, es soll ihn wohl bekommen, die Mädels sind doch sehr interessiert. Ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch, sie denken, duckt er da, folgt er uns eben auch. Du Ungeheuer, siehst nicht ein, wie diese treue Seele von ihrem Glauben voll, der ganz allein ihr selig macht ist, sich heilig quäle, dass sie den liebsten Mann verloren halten soll. Du übersinnlicher, sinnlicher Freier,
ein Mägdlein nas führe dich. Du Spottgeburt von Dreck und Feuer. Und die Physiognomie versteht sich meisterlich. In meiner Gegenwart wird's ihr... Sie weiß nicht wie. Mein Mäskchen da weiß sagt verborgenen Sinn. Sie fühlt, dass ich ganz sicher ein Genie, vielleicht wohl gar der Teufel bin. Nun, heute Nacht... Was geht's dich an? Hab ich doch meine Freude dran. Nun, dann prüfen wir nochmal schnell, ob das hier im Chat passiert ist. Nein, ihr habt nur weiter erfolgreich getestet. Dachte ich mir doch, ihr seid schon wieder alle auf dem Weg ins Bett, kann das sein? Machen wir nochmal kurz die Umfrage. Wer hier ist für eine gute Nachtgeschichte hier? Und wer hier ist noch hier, um wach zu bleiben? Okay, eine Person hat sich gemeldet, zwei, okay. Ich dachte schon, ihr hättet alle euch für eine gute Nachtgeschichte entschieden und wärt schon eingeschlafen. Man weiß ja nie. Ich bin ja hier für alles offen. Ich bin noch eine ganze Weile wach, sehr gut. Hier um Faust zu hören, das ist doch richtig so. Wir machen hier richtig schönes Bildungsfernsehen, wenn wir es mal so nennen wollen. Ein guter alter Cold Read von Faust. Alles klar. Dann gucken wir doch mal, wie es weitergeht. Am Brunnen. Gretchen und Lieschen mit Krügen. Lieschen. Hast nichts von Bärbelchen gehört? Gretchen. Kein Wort. Ich komme gar wenig unter Leute. Gewiss, Sibylle sagt's mir heute. Die hat sich endlich auch betört. Das ist das Vornehmtum. Wieso? Es stinkt. Sie füttert zwei, wenn sie nun isst und trinkt. Ach. So ist sie endlich recht ergangen. Wie lange hat sie an dem Kerl gehangen? Das war ein Spazieren auf Dorf und Tanzplatz führen. Musst überall die Erste sein. Kotisieren ihr immer mit Pastetchen und Wein. Bild sich was auf ihre Schönheit ein, war es doch so ehrlos, sich nicht zu schämen, Geschenke von ihm anzunehmen. War ein Gekos und ein Geschleck. Da ist dann auch das Blümchen weg. Das arme Ding. Bedauerst sie noch gar. Wenn unser eins am Spinnen war und nachts die Mutter nicht hinunterließ, stand sie bei ihrem Buhlen süß. Auf der Türbank und im dunklen Gang ward ihnen keine Stund zu lang. Ich mag sie dann sich ducken nun, im Sünderhemdchen Kirschbrust tun. Er nimmt sie gewiss zu seiner Frau. Er wäre ein Narr. Ein flinker Junge hat anderwärts noch Luft genug. Er ist auch fort. Das ist nicht schön. Kriegt sie ihn, soll's ihm übel gehen. Das Kränzel reißen die Buben ihr und Häckerling streuen wir vor die Tür. Ab. Gretchen nach Hause gehend. Wie konnte ich sonst so tapfer schmähen, wenn tät ein armes Mägdlein fehlen? Wie konnte ich über andere Sünden nicht Wort genug der Zunge finden? Wie schien mir's schwarz und schwärz noch gar, mir immer doch nicht schwarz genug war und segnet mich und tat so groß und bin nun selbst der Sünde bloß. Doch alles, was dazu mich trieb, Gott, war so gut, ach, war so lieb. Das Blümchen ist weg, ei, ei, ei. Genau, das ist schon eine traurige Sache. Ich wollte jetzt eigentlich dazu einschlafen. Mal schauen, wann ich einschlafe. Schlafe ich halt, sonst aber wach. Wunderbar. Zwinger. In der Mauerhöhle ein Andachtsbild der Mater Dolorosa. Blumenkruge davor. Gretchen steckt frische Blumen in die Kruge. Ach nein, du Schmerzensreiche, dein Antlitz gnädig meiner Not. Das Schwert im Herzen mit tausend Schmerzen. Blickst auf zu deines Sohnes Tod. Zum Vater blickst du und Seufzer schickst du hinauf um sein und eine Not. Wer fühlet, wie wühlet der Schmerz mir im Gebein? Was mein armes Herz hier banget, was es zittert, was verlanget, weißt nur du allein. Wo
Wohin ich immer gehe, wie weh, wie weh, wie weh wird mir im Busen hier. Ich bin, ach, kaum alleine. Ich wein, ich wein, ich weine, das Herz zerbricht in mir. Die Scherben vor meinem Fenster betaut ich mit Tränen, ach, als ich am frühen Morgen mir diese Blumen brach. Schien hell in meine Kammer die Sonne früh herauf, saß ich in allem Jammer in meinem Bett schon auf. Hilf, rette mich von Schmach und Tod, ach neige, du Schmerzensreiche, dein Antlitz gnädig meiner Not. Hallo Nylon übrigens. Auch Nachzügler sind hier jederzeit willkommen. Nacht, Straße vor Gretchens Türe. Valentin, Soldat, Gretchens Bruder. Wenn ich so saß bei einem Gelag, so mancher sich berühmen mag, und die Gesellen mir den Flor der Mägdein laut gepriesen vor, mit vollem Glas das Lob verschwemmt, den Ellbogen aufgestemmt, saß ich in meiner sicheren Ruh, hört all den Schwadronieren zu, und streiche lächelnd meinen Bart und krieg das volle Glas zur Hand und sage, alles nach seiner Art. Aber ist eine im ganzen Land, die meiner trauten Gretel gleicht, die meiner Schwester das Wasser reicht? Top, top, kling, klang, das ging um, die einen schrien, er hat recht, sie ist die Zier vom glanzenden Geschlecht. Da saßen all die Lober stumm. Und nun, ums Haar sich auszuraufen und an den Wänden hinaufzulaufen, mit Stichelreden, Nasenrümpfen soll jeder Schurke mich beschimpfen, soll wie ein böser Schuldner sitzen, bei jedem Zufallswörtchen schwitzen, und möchte ich sie zusammenschmeißen, könnte ich sie doch nicht Lügner heißen. Was kommt heran, was schleicht herbei? Irre ich nicht? Es sind ihrer zwei. Ist er's, gleich packe ich ihn beim Felle, soll nicht lebendig von der Stelle. Faust, Mephistopheles. Faust. Wie von dem Fenster dort der Sakristei aufwärts der Schein des ew'gen Lämpchens flämmert und schwach und schwächer seitwärts dämmert und Finsternis drängt ringsherum bei, so sieht's in meinem Busen nächtig. Und mir ist's wie dem Kätzlein schmächtig, das an den Feuerleitern schleicht, sich leicht dann um die Mauern streicht. Mir ist's ganz tugendlich dabei, ein bisschen Diebesgelüst, ein bisschen Rammelei. So spukt mir schon durch alle Glieder die herrliche Walpurgisnacht. Die kommen uns übermorgen wieder, da weiß man doch, warum man wacht. Rückst wohl den Schatz indes in die Höhe, den ich dort hinten flimmern seh? Du kannst die Freude bald erleben, das Kesselchen herauszuheben. Ich schielte neulich so herein, sind herrliche Löwentaler drein. Nicht ein Geschmeide, nicht ein Ring, meine liebe Buhle damit zu zieren? Ich sah dabei wohl so ein Ding, als wie eine Art von Perlen schnüren. So ist es recht. Mir tut es weh, wenn ich ohne Geschenke zu ihr gehe. Es sollt euch eben nicht verdrießen, umsonst auch etwas zu genießen. Jetzt, da der Himmel voller Sterne glüht, sollt ihr ein wahres Kunststück hören. Ich sing ihr ein moralisch Lied, um sie gewisser zu betören. Er singt zur Zither. Was machst du mir vor Liebchenstür, Kathrinchen, hier bei frühem Tagesblicke? Lass es sein, er lässt dich ein, als Mädchen nicht zurücke. Nehmt euch in Acht, es ist vollbracht, denn gute Nacht, ihr armen, armen Dinge. Habt ihr euch lieb, tut keinem Dieb nicht nur zu lieb, als mit dem Ring am Finger. Valentin tritt vor. Wen lockst du hier beim Element, vermaledeiter Rattenfänger? Zum Teufel erst das Instrument, zum Teufel hintendrein der Sänger. Die Zither ist entzwei, an der ist nichts zu halten. Nun soll es an deinen Schädel spalten. Mephistopheles zu Faust. Herr Doktor, nicht gewichen, frisch, hart an mich an, wie ich euch führe. Heraus mit eurem Flederwisch, nur zugestoßen, ich pariere. Pariere den. Warum denn nicht? Auch den,
gewiss. Ich glaub, der Teufel ficht. Was ist denn das? Schon wird die Hand mir lahm. Mephistopheles zu Faust. Stoß zu! Valentin fällt. Oh weh! Nun ist der Lümmel zahm. Nun aber fort, wir müssen gleich verschwinden, denn schon entsteht ein mörderisch Gestrei. Ich weiß mich trefflich mit der Polizei, doch mit dem Blutband schlecht mich abzufinden. Marthe am Fenster. Heraus! Heraus! Gretchen am Fenster. Herbei ein Licht! Man schrillt und rauft, man schreit und ficht! Volk. Da liegt schon einer tot! Marthe heraustretend. Die Mörder! Sind sie denn entflohen? Gretchen heraustretend. Wer liegt hier? Volk. Deiner Mutter Sohn. Allmächtiger, welch Not! Ich sterbe. Das ist bald gesagt und balder noch getan. Was steht ihr, Weiber, heult und klagt? Kommt her und hört mich an. Alle treten um ihn. Mein Gretchen, sieh, du bist noch so jung, bist gar noch nicht gescheit genug, magst deine Sachen schlecht. Ich sag's dir im Vertrauen nur, du bist doch nur einmal eine Hur, so sei's auch eben recht. Mein Bruder, Gott, was soll mir das? Ja, F in den Chat, definitiv. Lass unseren Herrgott aus dem Spaß. Geschehen ist leider nun geschehen. Und wie es gehen kann, so wird's gehen. Du fingst mit einem heimlich an, bald kommen ihre Meere an. Und wie dich erst ein Dutzend hat, so hat dich auch die ganze Stadt. Wenn erst die Schande wird geboren, wird sie heimlich zur Welt gebracht. Und man zieht den Schleier der Nacht ihr über Kopf und Ohren. Ja, man möchte sie gern ermorben. Wächst sie aber und macht sich groß, dann geht sie auch bei Tage bloß und ist doch nicht schöner geworden. Je hässlicher wird ihr Gesicht, je mehr sucht sie des Tages Licht. Ich sehe wahrhaftig schon die Zeit, dass alle brave Bürgersleut wie von einer angesteckten Leichen von dir, du Metze, seid abweichen. Dir soll das Herz im Leib verzagen, wenn sie dir in die Augen sehen, sollst keine goldene Kette mehr tragen, in der Kirche nicht mehr am Altar stehen, in einem schönen Spitzenkragen dich nicht beim Tanze wohl behagen, in eine finstre Jammerecke unter Bettler und Krüppel dich verstecken, und wenn dir dann auch Gott verzeiht, auf Erden sei's vermaledeit. Ja, chill, Bro. Befehlt eure Seele Gott zu gnaden. Wollt ihr noch Lästerung auf euch laden? Könnte ich dir nur an den dürren Leib, du schändlich kupplerisches Weib, da hofft ich aller meiner Sünden Vergebung reiche Maß zu finden. Mein Bruder, welche Höllenpein! Ich sage, lass die Tränen sein. Da du dich sprachst der Ehre los, gabst mir den schwersten Herzensstoß. Ich gehe durch den Todesschlaf zu Gott als ein Soldat und brav. Stirbt. So, dann können wir jetzt alle nochmal eine Kleinigkeit trinken, bevor wir weitermachen. Nicht vergessen, bleibt hydriert, bewegt euch ab und zu, streckt euch mal. Ich fühle mich bei dem Text wirklich wieder in den Deutschunterricht zurückversetzt. Das hat sich sehr angefühlt, als wäre es eine Zeile, die wir hier lesen. Ich fühle mich bei dem Text wirklich wieder wie in den Deutschunterricht zurückversetzt. Aber ja, fühlen, glaube ich, so manche hier. Zumal ich halt den Text nicht vorher nochmal bearbeitet habe und ihn halt blind quasi lesen muss. Sonst hätten wir eventuell auch etwas mehr Gefühl noch drin oder so. Jetzt bin ich ja im Valentin hängen geblieben, stimmlich. Was denn hier passiert? Dom. Amt, Orgel und Gesang. Gretchen unter vielem Volke. Böser Geister hinter Gretchen. Böser Geist. Wie anders, Gretchen, war dir's, als du noch voll Unschuld hier zum Altar tratst, aus dem vergriffenen Büchelchen Gebete lalltest, halb Kinderspiele, halb Gott im Herzen, Gretchen,
Wo steht dein Kopf? In deinem Herzen welche Missetat? Betest du für deine Mutter Seele, die durch dich zur langen, langen Pein hinüberschlief? Auf deiner Schwelle wessen Blut? Unter deinem Herzen regt sich's nicht quillend schon und ängstet dich und sich mit ähnungsvoller Gegenwart? Gretchen. Weh, weh, wär ich der Gedankenlos, die hinüber und hinübergehen wider mich. Chor. Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla. Orgelton. Böser Geist. Grimm fasst dich, die Posaune tönt, die Gräber beben und dein Herz aus Aschenrot zu flammend Qualen wieder aufgeschaffen, bebt auf. Wär ich hier weg, mir ist, als ob die Orgel mir den Atem versetzt, Gesang mein Herz in tiefsten löste. Chor. Judex ergo cum se debet, quid quid ladet alpa rebit, nilli nultum rema nebit. Mir wird so eng, die Mauernpfeiler befangen mich, das Gewölbe drängt mich, Luft. Verbirg dich Sünd und Schande, bleib nicht verborgen, Luft, Licht, weh dir. Quid sum misat hunc dicturus, quem patronum rogaturus, cum vex justus sit securus. Ihr Antlitz wenden, verklärte von dir ab, die Hände dir zu reichen, schauert's den Reinen weh. Quid sum misat hunc dicturus. Nachbarin, euer Fläschchen. Sie fällt in Ohnmacht. Ich gucke nochmal kurz in den Text rein. Für Blindlesen ist das echt super. Ja, für Blindlesen und Erkältung bin ich tatsächlich ganz zufrieden. Ist Faust eigentlich immer noch Pflichtlektüre für die meisten? Und ja, für Blindlesen ist echt super. Vor allem Faustblindlesen. Die Formulierungen sind ja nicht die einfachsten, bzw. modernsten. Ich habe den Vorteil, dass ich den Faust schon mal gelesen habe und so ein, zwei Formulierungen hat man jetzt, zumindest wenn man ein bisschen was mit dem Theater zu tun hat oder so, doch auch durchaus im Ohr. Das hilft dann an so ein paar Stellen, kann man sich erinnern. Aber es ist auch sehr viel dabei, was ich wirklich improvisieren muss, was dann doch recht tot gelesen klingt. Für blind gelesen finde ich das zum Teil deutlich besser, als so mancher namhafte Sprecher auf Audible Bestseller liest. Echt Respekt. Ja, gut. Also mit einer echten Sprecherausbildung, mit einer Sprachausbildung kann man da noch einiges rausholen. Ich habe doch so ein paar Knacklaute beispielsweise in der Stimme, die so ein echter Sprecher, wie beispielsweise bei dem Wort Sprecher ist so ein Ton drin, der da nicht reingehört, die so ein echter Sprecher beispielsweise nicht hätte. Ist, glaube ich, noch bei vielen Pflicht. Zumindest war es bei mir auch noch. Ja, ich habe damals auch noch Faust lesen müssen. Aber Faust war auch eine der wenigen Lektüren, die mir tatsächlich gut gefallen haben. Ansonsten haben wir, glaube ich, Daniel Kehlmann gelesen. Oder sowas. Also mal was Moderneres zum Glück. Da war ich ganz zufrieden. Ich habe viele von den Klassikern tatsächlich nicht über die Schule gelesen. Sondern dann freiwillig lesen müssen. Nerd. So. Kommen wir doch mal zur Walpurgisnacht. Harzgebirge, Gegend von Schierke und Elend. Okay, da muss ich kurz einhaken. Ich war vor 3 Wochen oder sowas tatsächlich genau in der Gegend von Schierke und Elend. Dann haben wir eine Wanderung gemacht und sind auf den Brocken hochgelaufen. Ich denke, das dürfte ungefähr das sein, was wir jetzt hier auch nochmal hören. Harzgebirge, Gegend von Schierke und Elend. Faust, Mephistopheles. Mephistopheles. Verlangst du nicht nach einem Besenstiele? Ich wünschte mir den allerderbsten Bock, auf diesem Weg sind wir noch weit vom Ziele. Faust. Solange ich mich noch frisch auf meinen Beinen fühle, genügt mir dieser Knotenstock. Was hilft's, dass man den Weg verkürzt? Im Labyrinth der Täler hinzuschleichen, dann diesen Felsen zu ersteigen,
von dem der Quell sich ewig sprudelnd stürzt. Das ist die Lust, die solche Pfade würzt. Der Frühling webt schon in den Birken und selbst die Fichte führt ihn schon. Soll er nicht auch auf unsere Glieder wirken? Für wahr, ich spüre nichts davon. Mir ist es winterlich im Leibe. Ich wünschte Schnee und Frost auf meiner Barm. Wie traurig steigt die unvollkommene Scheibe des roten Mondes mit später Glut heran und leuchtet schlecht, dass man bei jedem Schritte von einem Baum, von einem Felsen rennt. Erlaubt, dass ich ein Irrlicht bitte. Dort sehe ich eins, das eben lustig brennt. Heda, mein Freund, darf ich dich zu uns fordern? Was willst du so vergebens lodern? Sei doch so gut und leucht uns da hinauf. Irrlicht. Aus Ehrfurcht, hoffe ich, soll es mir gelingen, mein leichtes Naturell zu zwingen. Nur zickzack geht gewöhnlich unser Lauf. Ei, ei, er denkt's dem Menschen nachzuahmen. Geh er nur grad in Teufels Namen, sonst blase ich ihm sein Flackerleben aus. Ich merke wohl, ihr seid der Herr im Haus. Ich will mich gern nach euch bequemen. Allein denkt, der Berg ist heut zaubertoll. Und wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen soll, so müsst ihr's so genau nicht nehmen. Faust, Mephistopheles und Irrlicht im Wechselgesang. In die Traum- und Zaubersphäre sind wir, scheint es, eingegangen. Führ uns gut und mach dir Ehre, dass wir vorwärts bald gelangen. In den weiten, öden Räumen seh die Bäume hinter Bäumen, wie sie schnell vorüberrücken. Und die Klippen, die sich bücken, und die langen Felsennasen, wie sie schnarchen, wie sie blasen. Durch die Steine, durch den Rasen, eilet Bach und Bächlein nieder. Hör ich Rauschen, hör ich Lieder, hör ich holde Liebesklage. Stimmen jener Himmelstage, was wir hoffen, was wir lieben. Und das Echo, wie die Sage alter Zeiten, hallet wieder. Uhu, schuhu! Tönt es näher Kauz und Kiebitz und dem Heer. Sind sie alle wach geworden? Sind das Molche durchs Gestrauche? Lange Beine, dicke Bäuche. Und die Wurzeln wie die Schlangen winden sich aus Fels und Sande, strecken wunderliche Bande, uns zu strecken, uns zu fangen. Aus belebten, derben Masern strecken sich Polypenfasern. Nach dem Wanderer und die Mäuse tausendfärbig scharenweise durch das Moos und durch die Heide, und die Funkenwürmer fliegen mit drängten Schwärmezügen zum verirrenden Geleite. Aber sagt mir, ob wir stehen oder ob wir weitergehen. Alles, alles scheint zu drehen, Fels und Bäume und die Gesichter schneiden und die irren Lichter, die sich mehren, die sich blähen. Mephistopheles. Fasse wacker meinen Zipfel, hier ist so ein Mittelgipfel, wo man mit Erstaunen sieht, wie im Berg der Mammon glüht. Was seltsam glimmert durch die Gründe, ein morgendrötlich drüber Schein, und selbst bis in die tiefen Schlünde des Abgrunds wittert er hinein. Da steigt ein Dampf, dort zieht ein Schwaben, hier leuchtet Glut aus Dunst und Flor, dann schleichet sie wie ein zarter Faden, dann bricht sie wie ein Quell hervor. Hier schlingt sie eine ganze Strecke mit 100 Adern sich durchs Tal, und hier in der gedrängten Ecke vereinzelt sie sich auf einmal. Da sprühen Funken in der Nähe wie ausgetreuter goldner Sand, doch schau, in ihrer ganzen Höhe entzündet sich die Felsenwand. Ich gucke einmal kurz in den Chat in der kurzen Pause. Ich mochte Faust auch, ist jetzt aber über 10 Jahre her. Ja, ist bei mir auch ungefähr ewig her. Wir haben auch den Untertan im Unterricht gelesen, der traurigste gefühlt immer aktueller wird. Ja. Freiwillig lesen müssen. Freiwillig müssen klingt widersprüchlich. Freiwillig lesen müssen. Im Sinne von, ich wurde nicht gezwungen und dann blieb mir nichts anderes übrig, als es freiwillig zu lesen. Ich weiß, es ist eine seltsame Formulierung, aber... Mephistopheles. Erleuchtet nicht zu diesem Feste, Herr Mammon, prächtig den Palast? Ein Glück, dass du's gesehen hast, ich spüre schon die ungestümen Gäste. Wie rast die Windesbraut durch die Luft,
Mit welchen Schlägen trifft sie meinen Nacken? Du musst des Felsens alte Rippen packen, sonst stürzt sie dich hinab in diese schlünde Gruft. Ein Nebel verdichtet die Nacht. Höre, wie es durch die Wälder kracht. Aufgescheuchet fliegen die Eulen. Hör, es splittern die Säulen ewig grüner Paläste, girren und brechen der Äste. Der Stämme mächtiges Dröhnen, der Wurzeln knarren und gähnen. Im fürchterlich verworrenen Falle übereinander krachen sie alle und durch die übertrümmerten Klüfte zischen und heulen die Lüfte. Hörst du Stimmen in der Höhe, in der Ferne, in der Nähe? Ja, den ganzen Berg entlang strömt ein wütender Zaubergesang. Hexen im Chor. Die Hexen zu den Brocken ziehen, die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün. Dort sammelt sich der große Hauf, Herr Urian sitzt obendrauf. So geht es über Stein und Stock, es farzt die Hexe, es stinkt der Bock. Stimme. Der alte Baubo kommt herein, sie reitet auf einem Mutterschwein. Chor. So ehre dem, wem Ehre gebührt, Frau Babo vor und angeführt. Ein tüchtig Schwein und Mutter drauf, da folgt der ganze Hexenhauf. Welchen Weg kommst du her? Übern Ilsenstein. Da guck ich der Eule ins Nest hinein, die macht ein paar Augen. O, fahr zur Hölle, was reitest du so schnelle? Sieh, mich hat sie geschunden, da seh nur die Wunden. Der Weg ist breit, der Weg ist lang. Was ist das für ein toller Drang? Die Gabel sticht, der Besen kratzt, das Kind erstickt, die Mutter platzt. Hexenmeister, halber Chor. Wir schleichen wie die Schneck im Haus, die Weiber alle sind voraus, denn wenn es zu des Bösen Haus, das Weib hat 1000 Schritt voraus. Andere Hälfte. Wir nehmen das nicht so genau, mit 1000 Schritten macht's die Frau, doch wie sie sich auch eilen kann, mit einem Sprunge macht's der Mann. Stimme oben. Kommt mit vom Felsensee. Stimme von unten. Wir möchten gern mit in die Höhe. Wir waschen und blank sind wir ganz und gar, aber auch ewig unfruchtbar. Beide Chöre. Oje, beide Chöre gleichzeitig. Jetzt kommt aber die echte Herausforderung hier. Es schweigt der Wind, es flieht der Stern, der trübe Mond verbirgt sich gern. Im Sausen sprüht das Zauberchor 4000 Funkenfeuer hervor. Stimme von unten. Halte, haltet! Stimme oben. Wer ruft da aus der Felsenspalte? Nehmt mich mit, ich steige schon 300 Jahr und kann den Gipfel nicht erreichen, ich wär gern bei meinesgleichen. Da trägt der Besen, trägt der Stock, die Gabel trägt, es trägt der Bock. Wer heute sich nicht heben kann, ist ewig ein verlorener Mann. Halbhexe unten. Ich trippel nach, so lange Zeit, wie sie die anderen schon so weit. Ich hab zu Hause keine Ruh und komm hier doch nicht dazu. Die Salbe gibt den Hexen Mut, ein Lumpen ist zum Segel gut, ein gutes Schiff ist jeder Trog, der flieget nie, der heut nicht flog. Und wenn wir um den Gipfel ziehen, so streichet an dem Boden hin und deckt die Heide weit und breit mit eurem Schwarm der Hexenheit. Sie lassen sich nieder. Mephistopheles. Das drängt und stößt, das ruscht und klappert, das zischt und quirlt, das zieht und plappert, das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt. Ein wahres Hexenelement. Nur fest an mir, sonst sind wir gleich getrennt. Wo bist du? Faust in der Ferne. Hier! Was? Dort schon hingerissen? Da werde ich Hausrecht brauchen müssen. Platz! Junker Volland kommt! Platz! Süßer Pöbel, Platz! Hier, Doktor, fasse mich. Und nun in einem Satz, lass uns den Gedrängen weichen.
Es ist zu toll, sogar für meinesgleichen. Daneben leuchtet was mit ganz besonderem Schein. Es zieht mich nach was jenem Sträuchen. Komm, komm, wir schlupfen da hinein. Du Geist des Widerspruchs, nur zu, du magst mich führen. Ich denke doch, das war recht klug gemacht. Zum Brocken wandeln wir in der Walpurgisnacht, um uns beliebig nun Hiesbett zu isolieren. Da sieh nur, welch bunte Flammen! Es ist ein munterer Club beisammen, im Kleinen ist man nicht allein. Doch droben möchte ich lieber sein. Schon sehe ich Glut und Wirbelrauch, dort strömt die Menge zu dem Bösen. Da muss ich manches Rätsel lösen. Doch manches Rätsel knüpft sich auch. Lass du die große Welt nur sausen, hier wollen wir im Stillen hausen. Es ist noch lange hergebracht, dass in der großen Welt man kleine Welten macht. Da sehe ich junge Hexen, nackt und bloß, und alte, die sich klug verhüllen. Seid freundlich, nur um meinetwillen. Die Mühe ist klein, der Spaß ist groß. Ich höre was von Instrumenten tönen. Verflucht Geschnarr, man muss sich dran gewöhnen. Kommt mit, kommt mit. Es kann nicht anders sein, und tret heran und führe dich herein. Und ich verbinde dich aufs Neue. Was sagst du, Freund? Das ist kein kleiner Raum. Da sieh nur hin, du siehst das Ende kaum. 100 Feuer brennen in der Reihe. Man tanzt, man schwatzt, man kocht und trinkt, man liebt. Nun sage mir, wo es etwas Besseres gibt. Willst du dich nun, um uns hier einzuführen, als Zauber oder Teufel produzieren? Kurze Trinkpause. Zwar bin ich sehr gewohnt, inkognito zu gehen, doch lässt am Galatag man seinen Orden sehen. Ein Knieband zeichnet mich nicht aus, doch ist der Pferdefuß hier ehrenvoll zu Haus. Siehst du die Schnecke da? Sie kommt herangekrochen mit ihrem tastenden Gesicht. Hat sie mir schon was abgerochen? Wenn ich auch will, verleugne ich mich nicht. Kommt nur, vom Feuer gehen wir zu Feuer. Ich bin der Werber und du bist der Freier. Zu einigen, die um verglimmten Kohlen sitzen. Ihr alten Herren, was macht ihr hier am Ende? Ihr lobt euch, wenn ihr euch hübsch in der Mitte fände, von Saus umzirkt und Jugendbraus. Genug allein ist jeder ja zu Haus. General, wer mag auf Nationen trauen? Man habe noch so viel für sie getan, denn bei dem Volke wie bei den Frauen steht immerfort die Jugend oben am. Minister, jetzt ist man von dem Rechten allzu weit, ich lobe mir die guten Alten, denn freilich, da wir alles galten, da war die rechte goldene Zeit. Parvenu, wir waren wahrlich auch nicht dumm und taten oft, was wir nicht sollten, doch jetzt so kehrt sich alles um und eben da wir es festerhalten wollen. Autor, wer mag wohl überhaupt jetzt eine Schrift von mäßig klugem Inhalt lesen? Und was das liebe junge Volk betrifft, das ist noch nie so naseweiß gewesen. Mephistopheles, der auf einmal sehr alt erscheint. Zum jüngsten Tag führe ich das Volk gereift, da ich zum letzten Mal den Hexenberg ersteige, und weil mein Fässchen trübe läuft, so ist die Welt auch auf der Neige. Trödelhexe. Ihr Herren, geht nicht so vorbei, lasst die Gelegenheit nicht fahren. Aufmerksam blickt manch meinen Waren, es steht da hier gar mancherlei. Und doch ist nichts in meinem Laden, dem keiner auf Erden gleicht, das nicht einmal zum Tischgen Schaben der Menschheit und der Welt gereicht. Kein Dolch ist hier, von dem nicht Blut geflossen, kein Kelch, aus dem sich nicht in ganz gesundem Leib verzehrend heißes Gift ergossen. Kein Schmuck, der nicht ein liebenswürdig Weib verführt, kein Schwert, das nicht den Bund gebrochen, nicht etwa hinterrücks den Gegenmann durchstochen. Frau Muhme, sie versteht mir schlecht die Zeiten. Getan, geschehen, geschehen, getan. Verlegen sie sich auf Neuigkeiten. Nur Neuigkeiten ziehen uns an.
Faust, dass ich mich nur selbst nicht vergesse. Heiß ich mir das doch eine Messe? Der ganze Strudel strebt nach oben. Du glaubst zu schieben und wirst geschoben. Wer ist denn das? Betrachte sie genau. Lilith ist das. Wer? Adams erste Frau. Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren, vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt. Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, so lässt sie ihn so bald nicht mehr widerfahren. Da sitzen zwei, die Alte mit der Jungen. Die haben schon was rechts gesprungen. Das hat nun heute keine Ruhe. Es geht zum neuen Tanz. Nun komm, wir greifen zu. Faust mit der Jugend tanzend. Einst hatte ich einen schönen Traum. Da sah ich einen Apfelbaum. Zwei schöne Äpfel glänzten dran. Sie reizten mich, ich stieg hinan. Die Schöne. Das Äpfelchen begehrt ihr sehr. Und schon vom Paradiese her, von Freunden fühle ich mich bewegt, dass auch mein Garten solche trägt. Mephistopheles mit der Alten. Einst hatte ich einen wüsten Traum, da sah ich einen gespaltenen Baum, der hat ein ungeheures Loch, so groß war's, gefiel's mir doch. Die Alte. Ich biete einen besten Gruß dem Ritter mit dem Pferdefuß. Halt er einen rechten Pfropf bereit, wenn er das große Loch nicht scheut. Oh Gott, jetzt muss ich dieses Wort genauer lesen. Proctophantasmist. Verfluchtes Volk, was untersteht ihr euch? Hat man euch lange nicht bewiesen, ein Geidist steht nie auf ordentlichen Füßen. Nun tanzt ihr gar uns anderen Menschen gleich. Die Schöne tanzend. Was will denn der auf unserem Ball? Faust tanzend. Ei, der ist eben überall. Was andere tanzen, muss er schätzen. Kann er nicht jeden Schritt beschwätzen, so ist der Schritt so gut als nichts geschehen. Am meisten ärgert ihn, sobald wir vorwärts gehen. Wenn ihr euch so im Kreise drehen tun wolltet, wie er es in seiner alten Mühle tut, das hieß ja allenfalls noch gut, besonders wenn ihr drum begrüßen solltet. Proctophantasmist. Ihr seid doch schon immer da. Nein, das ist unerhört, verschwindet doch. Wir haben ja aufgeklärt, das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel. Wir sind so klug und dennoch spukt's in Tegel. Wie lange habe ich nicht am Wahr hinausgekehrt und nie ward's rein. Das ist doch unerhört. Die Schöne. So hört doch auf, uns hier zu ennuyieren. Ich sag's euch Geistern ins Gesicht. Den Geisterdepotismus leid ich nicht. Mein Geist kann ihn nicht exerzieren. Er wird fortgetanzt. Heute sehe ich, wie... Will mir nichts gelingen, doch eine Reise nehme ich immer mit und hoffe doch, vor meinem letzten Schritt, die Teufel und die Dichter zu bezwingen. Er wird sich gleich in eine Pfütze setzen, das ist eine Art, wie er sich soulagiert. Und wenn Blutegel sich an seinem Steiß ergetzen, es ist von Geistern und von Geist kuriert. Faust, der aus dem Tanz getreten, zu Faust, der aus dem Tanz getreten ist. Was lässest du das schöne Mädchen fahren, das dir zum Tanz so lieblich sang? Ach, mitten im Gespräche sprang ein rotes Mäuschen ihr aus dem Munde. Das ist was rechts, das nimmt man nicht genau. Genug, die Maus war doch nicht grau. Wer fragt danach in einer Schäferstunde? Dann sah ich, was? Mephisto. Siehst du dort ein blasses, schönes Kind allein und ferne stehen? Sie schiebt sich langsam nun von Ort. Sie scheint mit geschlossenen Füßen zu gehen. Ich muss bekennen, dass mir deucht, dass sie dem guten Gretchen gleicht. Lass das nur stehen. Dabei wird's niemand wohl. Es ist ein Zauberbild, ist leblos, ein Idol. Ihm zu begegnen ist nicht gut. Vom starren Blick erstarrt des Menschen Blut und er wird fast in Stein verkehrt. Von der Meduse hast du ja gehört. Für wahr, es sind die Augen einer Toten, die eine liebende Hand nicht schloss. Das ist die Brust, die Gretchen mir geboten, das ist der süße Leib, den ich genoss. Das ist die Zauberei, du leicht verführter Tor, denn jedem kommt sie wie sein Liebchen vor. Welch eine Wonne, welch ein Leiden, ich kann von diesem Blick nicht scheiden.
Wie sonderbar muss diesen schönen Hals ein einzig rotes Schnürchen schmücken, nicht breiter als ein Messerrücken. Ganz recht, ich sehe es ebenfalls. Sie kann das Haupt auch unterm Arme tragen, denn Perseus hat ihr es abgeschlagen. Nur immer diese Lust zum Wahn, kommt doch das Hügelchen heran. Hier ist's so lustig wie im Prater, und hat man's mir nicht angetan, so sehe ich wahrlich ein Theater. Was gibt's denn da? Servibilis. Gleich fängt man wieder an, ein neues Stück, das letzte Stück von sieben. So viel zu geben ist all hier der Brauch. Ein Dilettant hat es geschrieben, und Dilettanten spielen's auch. Verzeiht, ihr Herrn, wenn ich verschwinde. Mich dilettiert's, den Vorhang aufzuziehen. Wenn ich euch auf dem Blocksberg finde, das find ich gut, denn da gehört ihr hin. Bevor jetzt der Walpurgis nach draußen folgt, können wir alle nochmal einen Schluck trinken. Da hat der gute Goethe auch schon ganz schön viel Theaterkritik verpackt. Mal abgesehen davon, dass er irgendwie 3 oder 4 Einleitungen geschrieben hat. Faust ist schon, wie man heutzutage sagt, whack. Mache gerade noch Abi und wir müssen immer noch Faust lesen. Sehr gut. Ich glaube auch, Faust wird so schnell nicht aussterben. Das ist schon ein absoluter Klassiker. Wie viele Drogen hat er genommen, um das zu schreiben? Ja, gute Frage. Der alte Lustmolch hat, glaube ich, auch ordentlich gebechert, wenn ich mich da richtig erinnere. Also, das ist ja schon... No offense, aber das ist schon wild. Ja, also... Wir sind ja noch nur in Faust 1, also Faust 1 ist noch nur, keine Ahnung, ich würde es mit einer weirden Fanfic heutzutage vergleichen. Und Faust 2 ist wirklich ein reiner Drogentrip. Also, das werden wir, glaube ich, auch nicht lesen. Also so, das ist wirklich ein Fiebertraum. Ich komme ursprünglich aus dem Harz, da feiern wir Walpurgisnacht. Ja, tatsächlich. Ich musste es 2008 nicht lesen, wir haben aber alle ein Band Faust von unserem Deutschlehrer geschenkt bekommen zum Abschied. Das ist ein sehr sweetes Geschenk, also finde ich gut. Hast du es tatsächlich gelesen dann, oder? Das würde mich jetzt mal noch interessieren. Du lässt es dir gerade vorlesen. Ja, warum lesen wir mal in Bauteilhard? Ja, es gibt aber auch gute Dinge, die man vielleicht selber lesen will. Also so, manche Sachen sind da schon ganz nett. Das wird mich jetzt aber tatsächlich auch mal interessieren. Wer im Chat hat denn noch nie Faust gelesen bisher? Dass wir das einfach mal irgendwie rausfinden können hier. Okay. Scheinen doch einige zu sein, die den Faust noch gar nicht gelesen haben. Wollen wir noch mal... Bei mir ist 20 Jahre her. Ja, wie gesagt, bei mir ist es auch eine ganze Weile her. 20 Jahre nicht, aber... Dann würde mich doch jetzt mal die Gegenprobe interessieren. Wer hat denn den Faust schon gelesen? Das ist bisher anscheinend die Minderheit. Ah ne, da kommen noch ein paar. Und ihr seid hier, weil ihr den Faust so gerne hört oder weil ihr mich so gerne hört? Gelesen als Theaterstück gesehen. Das ist die richtige Antwort. Also muss ich tatsächlich dazu sagen, der Faust lebt auch von Interpretation. Also so reingelesen, jetzt in diesem Code Read beispielsweise, kann man teilweise gar nicht ihre Emotionen so richtig rausspüren. Und
wenn man das jetzt, ja, auf einer Bühne sieht, da kommen ganz andere Dinge rüber. Es gibt, glaube ich, auch den einen oder anderen hier, der das Buch gerade vor sich liegen hat und mitliest. Zumindest hat gestern oder sowas jemand berichtet, auf welcher Seite wir waren. Wegen Faust sicherlich nicht. Ja, wir müssen uns als nächstes mal ein besseres rechtefreies Stück aussuchen. Was heißt ein besseres? Vielleicht ein etwas leichter verständliches Stück, woran vielleicht auch an sich etwas Interesse bestehen könnte. Gibt es da nicht auch einen uralten Film oder eine berühmte Theateraufzeichnung? Garantiert. Also zu Faust gibt es sehr, 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 sehr viele Versionen. Also ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich auf meiner Festplatte gucke, auch irgendwo noch eine Faustaufzeichnung finde, die ich über den Lockdown damals mir gesucht habe. Ich habe das nur auf Altdeutsch, das lese ich bestimmt nicht mit. Eieiei. Ich erinnere mich nur dunkel. Ja, genau. Wir arbeiten jetzt hier auf. Sehr gut. So, ich muss eine Sache gerade noch hier nachgucken. So. Jetzt kommt der ganz verrückte Teil hier. Jetzt kommt der Walpurgisnachtraum. Der Herr mit der Fliege soll sich allein des Namens wegen die Rechte für Herr der Fliegen besorgen. Von wann ist denn Herr der Fliegen? Das könnten wir jetzt tatsächlich mal nachgucken. Ich suche nicht den Film, sondern das Buch dazu. 1954 von William Golding. Der ist 93 erst gestorben. Oh, das wird nicht so leicht. Chat, was ist denn so das schlimmste Buch, was Sie lesen mussten im Deutschunterricht oder so? Das ist eine sehr schöne Frage. Genau, was ist das Schlimmste, was Sie bisher lesen musstet? Vielleicht schaffen wir das ja irgendwie aufzupeppen. Kohlhaas, Emilia Galotti. Nochmal Emilia Galotti, Kafka. Max Frisch, Andorra. Andorra habe ich tatsächlich nie gelesen, das habe ich nur im Theater gesehen. Der Richter und sein Henker oder Kafka? Kafka ist halt schon nochmal eine andere Hausnummer. Also da braucht man gar nicht drüber reden. Der Prozess, brr. Kafka, der Prozess, Kohlhaas war klasse. Der Vorleser oder Herkunft? Der Vorleser, ja, den fand ich damals, der hat es mir auch nicht so ganz angetan. Oscar Wilde, ja, also im Englischen gab es ein paar sehr schöne. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich ein Fan der Shakespeare-Stücke bin. Also Andorra war meiner Meinung nach tatsächlich gut das einzige Buch, das ich früher als unbedingt nötig durch hatte. Der Vorleser war gut, aber extrem uncomfortable. 1984 in Englisch, ja. 1984 habe ich tatsächlich in der Schule nicht lesen dürfen. Das habe ich während der Schulzeit allerdings zu Hause, weil ich ein Nerd bin, gelesen und für gut befunden. Da war ich auch irgendwie 12 oder 13, als ich das gelesen habe. Da fand ich es auch etwas verstörend teilweise. Und habe die ganzen großen Dinge gar nicht begriffen, die mir dann alle im Nachhinein erst irgendwann mal aufgefallen sind. Ach, und ich musste The Handmaid's Tale lesen. Zwar gut geschrieben, aber für manche leicht verstörend. The Handmaid's Tale sagt mir was, kriege ich jetzt aber auch gar nicht einsortiert. Der Steppenwolf fand ich schrecklich. Ich merke gerade, wie viele Stücke zu einer Texte es noch gibt, die ich noch nicht gelesen habe. Mochte aber manche Sachen auch, die wir gelesen haben. Leicht, ich finde das super gruselig. Ja, müsste ich mir mal angucken. Wir haben im Englischunterricht mal American History X geguckt. Bin bis heute traumatisiert. Ja, das ist verständlich. Am besten fand ich tatsächlich die Physiker. Die Physiker ist tatsächlich auch einfach ein sehr schönes Stück. Also ich bin bis heute Fan von naturalistischem Theater.
Darf gerne, ja, naturalistisch witzig sein. Ich glaube, mein Trauma zum Vorlesen kommt ein Stück weit auch von den Aufgaben im Unterricht über das Sexualstrafrecht zu recherchieren, was das Ganze noch komischer gemacht hat. Uff. Super. Das macht ja richtig Spaß. Die Report der Markt von Margaret Atwood ist eine Dystopie. Wir haben in der 11. Klasse immer Stücke mit verteilten Rollen gelesen. Ja, das haben wir damals auch gemacht. Und ich habe es abgrundtief gehasst. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das genervt hat. Damals habe ich halt auch noch nicht gerne gelesen. Es gab leider, oder gibt leider keine Triggerwarnung in der Schule. Das, ja, fühle ich. Gab es jemanden, der das nicht gehasst hat? Mir hat es geholfen. Stücke mit verteilten Rollen lesen. Ja, Stücke mit verteilten Rollen lesen hat definitiv geholfen. Wobei es immer darauf ankam, wer welche Rolle bekommen hat. Weil es hat sich im Endeffekt doch meistens keiner vorbereitet oder so. Und selbst wenn wir hier jetzt den Faust mit verteilten Rollen lesen, was ich ja quasi gerade versuche, hilft das auch nur bedingt. Der einzige Vorteil daran, wenn man Sachen mit verteilten Rollen gelesen hat, war, dass man mitlesen musste. Das ist, glaube ich, der Lehrertrick, um uns dazu zu zwingen, tatsächlich das Buch zu lesen. Gibt generell aber auch nicht so viele Stücke mit gesunden Beziehungen, weiß ja nicht. Ja, das kann durchaus sein in vielen Stücken. Zumindest in den klassischen Stücken. An dieser Stelle einmal einen dicken Shoutout an den YouTube-Kanal Sommers Weltliteratur. Wer den nicht kennt, absolute Empfehlung. Der Mann ist Deutschlehrer und erklärt in 5- bis 10-minütigen Videos klassische Stücke. Also du kannst dir den Faust angucken, hast in 10 Minuten die komplette Story gesehen. Aber er erklärt das mit Playmobil-Figuren und spielt das quasi nach. Hi, Arte dich. Genau, also wer das noch nicht kennt, Sommers Weltliteratur, absolute Empfehlung. Ist, glaube ich, auch von Reklam gesponsert inzwischen, der gute Mann. Also, ich wünschte, den hättest du meiner Schulzeit schon gegeben. Das war... Ja, das wäre echt hilfreich gewesen. So, jetzt haben wir ganz schön lange gequatscht. Jetzt gebe ich euch noch kurz die Info, worum es jetzt im nächsten Kapitel geht oder in der nächsten Szene. Ja, wirklich, guck da mal rein. Wir kommen jetzt zum Walpurgisnachttraum oder Oberons und Titanias goldene Hochzeit Intermezzo. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo Goethe anscheinend die Flasche Wein gerade leer hatte und beschlossen hat, ich klaue jetzt einfach mal Shakespeare und tue so, als wäre das mein Stück und schreibt einfach den Sommernachtstraum um. Weil man hat ja nichts Besseres zu tun, als beieinander abzugucken. Das war damals schon so wie heute. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, die Goethe-Form von Shakespeares Sommernachtstraum vorzulesen. Das sind viel zu viele Charaktere, glaube ich. Ich gebe mein Bestes. Theatermeister. Heute ruhen wir einmal, Mädlings wackere Söhne, alter Berg und feuchtes Tal. Das ist die ganze Szene. Herold. Dass die Hochzeit golden sei, sollen 50 Jahre sein vorüber. Aber ist der Streit vorbei? Das Golden ist mir lieber. Oberon. Seid ihr Geister, wo ich bin? So zeigt's in diesen Stunden, König und die Königin. Sie sind aufs Neue verbunden. Puck. Kommt der Puck und dreht sich quer und schleift den Fuß im Reihen. 100 kommen hinterher, sich auch mit ihm zu freuen. Ariel. Ariel bewegt den Sang in himmlisch reinen Tönen. Viele Fratzen lockt sein Klang, doch lockt er auch die Schönen. Oberon. Gatten, die sich vertragen wollen, lernen's von uns beiden. Wenn sich zwei lieben sollen, braucht man sie nur zu scheiden. Titania. Schmollt der Mann und grillt die Frau, so fasst sie nur behende, führt mir nach dem Mittag sie und ihn an Norbens Ende. Orchester, Tutti. Fortissimo. Fliegen Schnauz und Mücke Nas,
mit ihren Anverwandten, Frosch im Laub und Grill im Gras. Das sind die Musikanten. Solo. Seht, da kommt der Dudelsack. Es ist die Seifenblase. Hört den Schneckenschnickeschnack durch seine stumpfe Nase. Geist, der sich erst bildet. Spinnenfuß und Krötenbauch, zwei Flügelchen im Wittchen. Zwar ein Tierchen gibt es nicht, doch gibt es ein Gedichtchen. Ein Pärchen. Kleiner Schritt und hoher Sprung durch Honig, Tau und Düfte. Zwar du trippelst mir genug, doch geht's nicht in die Lüfte. Neugieriger Reisender. Ist das nicht ein Maskeradenspott? Soll ich den Augen trauen, Oberon, den schönen Gott, auch heute hier zu schauen? Orthodox. Keine Klauen, keinen Schwanz, doch bleibt es außer Zweifel. So wie die Götter Griechenlands, so ist auch er ein Teufel. Nordischer Künstler. Was ich ergreife, das ist heut für wahr nur skizzenweise. Doch ich bereite mich bei Zeit zur italienischen Reise. Purist. Ach, mein Unglück fühlt mich her. Sie wird mir nicht geludert. Und von dem ganzen Hexenheer sind zweie nur gepudert. Junge Hexe. Der Puder ist so wie der Rock für alt und graue Weibchen. Drum sitze ich nackt auf meinem Bock und zeig ein derbes Leibchen. Matrone. Wir haben zu viel Lebensart, um hier mit euch zu maulen. Doch hoffe ich, sollte jung und zart, so wie ihr seid, verfaulen. Kapellmeister. Fliegen, Schnauz und Mückenaas, umschwärmt mir nicht die Nackte. Frosch im Laub und Grill im Gras, so bleibt doch auch im Takte. Windfahne nach der einen Seite. Gesellschaft, wie man wünschen kann, wahrhaftig lauter Bräute. Und Junggesellen Mann für Mann, die hoffnungsvollsten Leute. Windfahne nach der anderen Seite. Und tut sich nicht der Boden auf, sie alle zu verschlingen, so will ich mit behendem Lauf gleich in die Hölle springen. Xenien. Als Insekten sind wir da mit kleinen scharfen Scheren, Satan und sein Herrn Papa nach Würden zu verehren. Hennings. Seht, wie sie in gedrängter Schar naiv zusammen scherzen. Am Ende sagten sie noch gar, sie hätten gute Herzen. Musaget. Ich mag in diesem Hexenheer mich gar zu gern verlieren, denn freilich diese wüsste ich eher als Musen anzuführen. Qui devant, Genius der Zeit. Mit rechten Leuten wird man was. Komm, fasse meinen Zipfel. Der Blocksberg, wie der deutsche Parnass, hat gar einen breiten Gipfel. Neugieriger Reisender sagt, wie heißt der steife Mann? Er geht mit stolzen Schritten. Er schnoppert, was er schnoppern kann. Er spürt nach Jesuiten. Kranich. In dem Klang mag ich gern und auch im Trüben fischen. Drum seht in dem frommen Herrn sich auch mit Teufeln mischen. Weltkind. Ja, für die Frommen, glaubet mir, ist alles ein Vehikel. Sie bilden auf dem Blocksberg hier gar manches Konventikel. Tänzer. Da kommet ja wohl ein neues Chor, ich höre ferne Trommeln. Du Ungestörtes sind im Rohr, die unisonen Trommeln. Oh, warten wir ganz kurz, bis der Rettungswagen vorbei ist. Wunderbar. Tanzmeister. Wie jeder doch die Beine lupft, sich wie er kann herauszieht. Der Krumme springt, der Plumpe hupft und fragt nicht, wie es aussieht. Fiedler. Das hasst sich schwer, das Lumpenpack, und gäb es gern das Rätschen. Es eint sie hier der Dudelsack, wie Orpheus Leier die Bestien. Dogmatiker. Ich lasse mich nicht irre schreien, nicht durch Kritik noch Zweifel. Der Teufel muss doch etwas sein, wie gäb's denn sonst auch Teufel? Idealist. Die Fantasie ist meinem Sinn. Die Fantasie in meinem Sinn ist diesmal gar zu herrisch. Fürwahr, wenn ich das alles bin, so bin ich heute närrisch. Realist. Das Wesen ist mir recht zur Qual und muss mich bass verdrießen. Ich stehe hier zum ersten Mal nicht fest auf meinen Füßen. Supernaturalist. Mit viel Vergnügen bin ich da und freue mich mit diesen, denn von den Teufeln kann ich ja auf gute Geister schließen. Skeptiker. Sie gehen den Flämmchen auf der Spur und glauben sich nah dem Schatze. Auf Teufel reimt der Zweifel nur, da bin ich recht am Platze. Kapellmeister. Frosch im Laub und Grill im Gras, verfluchte Dilettanten. Fliegen, Schnauz und Mückenaas, ihr seid doch Musikanten. Die Gewandten.
Sanssouci, so heißt das Heer von lustigen Geschöpfen. Auf den Füßen geht's nicht mehr, drum gehen wir auf den Köpfen. Die Unbehelflichen. Sonst haben wir manchen Bissen erschanzt, nun aber Gott befohlen. Und zu Schuhe sind durchgetanzt, wir laufen auf nackten Sohlen. Irrlichter. Von dem Sumpfe kommen wir, wo wir erst entstanden. Doch sind wir gleich im Rhein hier, die glänzenden Galanten. Sternschnuppe. Aus der Höhe schoss ich her, im Stern- und Feuerscheine. Liege nun im Grase quer, wer hilft mir auf die Beine? Die Massiven. Platz, Platz, und ringsherum so gehen die Gräschen nieder. Geister kommen, Geister auch, sie haben plumpe Glieder. Puck. Tretet nicht so mastig auf, wie Elefantenkälber. Und der plumpste an diesem Tag sei Puck, der Derbe selber. Ariel. Gab die liebende Natur, gab der Geist auch Flügel. Folget meiner leichten Spur auf zum Rosenhügel. Orchester, Pianissimo. Wolkenzug und Nebelflor erhellen sich von oben. Luft im Laub und Wind im Ohr. Und alles ist zerstoben. Wenn ich das richtig sehe, haben wir noch 3 Szenen übrig. Dann machen wir doch mal noch eine kurze Trinkpause. Nein, es ist ein Halstee. Trüber Tag fällt. Faust, Mephistopheles. Im Elend, verzweifelnd, erbärmlich auf der Erde lange Oh, das ist aber ganz anders gesetzt hier. Jetzt muss ich da einmal drüber gucken, ob man das so lesen kann. Dann probieren wir es einfach nochmal. Im Elend, verzweifelnd, erbärmlich auf der Erde lange verirrt und nun gefangen, als Missetäterin im Kerker zu entsetzlichen Qualen eingesperrt, das holde, unselige Geschöpf, bis dahin, dahin, verräterischer, nichtswürdiger Geist, und das hast du mir verheimlicht. Steh nur, steh, wälze die teuflischen Augen ingrimmend im Kopf herum. Steh und trutze mir durch deine unerträgliche Gegenwart. Gefangen, im unwiederbringlichen Elend, bösen Geistern übergeben und der richtenden, gefühllosen Menschheit. Und mich wiegst du indes in abgeschmackten Zerstreuungen, verbirgst mir ihren wachsenden Jammer und lässt sie hilflos verderben. Sie ist die Erste nicht. Hund, abscheuliches Untier, wandle ihn, du unendlicher Geist, wandle den Wurm wieder in seine Hundsgestalt, wer sich oft nächtlicherweise gefiel, vor mir herzutrotten, dem harmlosen Wanderer vor die Füße zu kollern und sich der Niederstürzenden auf die Schulter zu hängen. Wandle ihn wieder in seine Lieblingsbildung, dass er mir vor dem Sand auf den Bauch krieche, ich ihn mit Füßen trete, den Verworfenen. Die Erste nicht, Jammer, Jammer, von keiner Menschenseele zu fassen, dass mehr als ein Geschöpf in die Tiefe dieses Elends versank, dass nicht das Erste genug tat für die Geduld aller übrigen seiner windenden Todesnot vor den Augen des ewig Verzeihenden. Mir wühlt es Mark und Leben durch, das Elend dieser Einzigen. Du grinsest gelassen über das Schicksal von Tausenden hin. Nun sind wir schon wieder an der Grenze unseres Witzes. Da, wo euch Menschen der Sinn überschnappt. Warum machst du Gemeinschaft mit uns, wenn du sie nicht durchführen kannst? Willst fliegen und bist vom Schwindel nicht sicher? Drangen wir uns nicht dir auf? Oder du dich uns? Fletsche deine gefräßigen Zähne mir nicht so entgegen. Mir ekelst, großer, herrlicher Geist, der dir mir zu erscheinen würdigst, der du mein Herz kennest und meine Seele. Warum du den Schandgesellen mich scheiden, an sich dem Schaden weiden und am Verderben sich letzt.
endigst du? Rette sie. Oder wehe dir den grässlichsten Fluch über dich auf Jahrtausende. Ich kann die Bande des Rächers nicht lösen, seine Riegel nicht öffnen. Rette sie. Wer war es, der sie ins Verderben stürzte? Ich oder du? Faust blickt wild umher. Greifst du nach dem Donner? Wohl, dass er euch Elendsterblichen nicht gegeben ward. Den unschuldigen Gegenden zu zerschmettern, das ist nicht so Tyrannenart. Ach, das habe ich komplett falsch gelesen. Den unschuldig Entgegnenden zu zerschmettern, das ist so Tyrannenart, sich in Verlegenheiten Luft zu machen. Bringe mich hin. Sie soll frei sein. Und die Gefahr, der du dich aussetzt? Wisse, noch liegt auf der Stadt Blutschuld von deiner Hand. Über des erschlagenen Städte schweben rächende Geister und lauern auf wiederkehrenden Mörder. Noch das von dir? Mord und Tod einer Welt über dich, Ungeheuer. Führe mich hin, sage ich, und befreie sie. Ich führe dich. Was ich tun kann, höre. Habe ich alle Macht im Himmel und auf Erden? Des Türners Sinn will ich umnebeln, bemächtige dich der Schlüssel und führe sie heraus mit Menschenhand. Ich wache, die Zauberpferde sind bereit, ich entführe euch. Das vermag ich. Auf und davon. So, vorletzte Szene. Eine sehr kurze Szene tatsächlich. Wann kommt eigentlich die Spider-Man-Fliege für den Stuhl? Die Spider-Man-Fliege. Das wäre doch mal was. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Das könntet ihr gerne mal recherchieren. Wenn ihr da irgendwas Realistisches findet, bin ich zu jeder Schandtat bereit. Muss noch einmal hier kurz nachreinigen. Ihr werdet euch wundern, wenn ihr mich irgendwann mal ohne Erkältung hört. Nacht auf dem Feld. Faust, Mephistopheles, auf schwarzen Pferden daherbrausend. Faust. Was werben die dort um den Rabenstein? Weiß nicht, was sie kochen und schaffen. Schweben auf, schweben ab, neigen sich, beugen sich. Eine Hexenzunft. Sie streuen und weinen. Vorüber, vorüber. So, das letzte Kapitel oder die letzte Szene ist relativ lang. Deshalb prüfe ich jetzt einmal schnell, was ihr mir hier Schönes geschickt habt. Eine wunderbare Spider-Man-Fliege. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Erzähl eine ganze Auswahl an Spider-Man-Fliegen. Dann sollte ich mich vielleicht mal durch Etsy wühlen. Oder ihr sucht mir die schönste raus, die am besten zum Stuhl passt. Und dann können wir die Sammlung mal erweitern. Wir sind ja erst bei 80 Fliegen oder so. Chat kauft mir eine Fliege. Das habe ich so nicht gesagt. Ich sagte, Chat sucht mir eine Fliege aus. Wie lange trägst du schon Fliege und wie bist du drauf gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Eine, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob ich sie so erzählen kann. Es ist eine ganze Weile her, also jetzt, ich würde mal sagen, 5 Jahre oder sowas. Da habe ich einfach beschlossen, dass ich gerne Anzüge trage. Also das ist aus dem Abi noch entstanden. Im Studium war das dann ein bisschen weniger. Und nach dem Studium habe ich dann wieder angefangen, Anzüge zu tragen. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, dass Fliegen eigentlich schon ziemlich eine schöne Sache sind. Und bin darauf hängen geblieben. Vorher habe ich viele Krawatten gesammelt gehabt. Und dann irgendwann ist dieser Fliegenwahn losgegangen. Inzwischen habe ich 3 so setzkastenmäßige Vitrinen bei mir im Schlafzimmer hängen,
Und darunter seit neuestem auch ein, ja, so breit, keine Ahnung, halber Meter oder sowas breit, eine Stange, an der Einstecktücher hängen. Um die auch mal organisiert zu haben, weil da gehören natürlich auch Einstecktücher dazu. Ich habe, ja, hier ist auch ein passendes Einstecktuch natürlich, wie sich das gehört. Aber ich hatte mich eben dann entschieden, nicht das Jackett anzuziehen, weil das doch eine ordentliche Hitze hier gibt. So, wo sollen wir das schicken? Ihr könnt mir gerne hier einfach Vorschläge schicken oder im Discord, ist auch immer gerne gesehen. Genau, ich habe ja auch einen Discord, ich weiß gar nicht mehr, wie man hier den Discord postet. Ging das irgendwie so? Nee. Hier bin ich gar nicht eingeloggt. Ja, geht tatsächlich so. Genau, ihr könnt gerne ins Discord reinkommen, wenn er noch nicht drin ist und da auch dann Vorschläge für Fliegen posten oder sowas. Da werden wir wahrscheinlich auch die Abstimmung für das nächste Buch machen, was wir lesen. Aber bevor wir über das nächste Buch sprechen, sollten wir das hier erstmal fertig machen. Oder wisst ihr was? Das ist noch ein relativ langes Kapitel. Das können wir uns eigentlich auch für morgen aufheben. Ich bin jetzt, glaube ich, tatsächlich so fies und hebe das letzte Kapitel auf für morgen. Dann kriegt ihr das morgen Mittag oder sowas als Geschichte. Und ich prüfe dann, ich mache dann nochmal eine Umfrage, was wir als nächstes lesen wollen. Das ist doch ein Plan. Machen wir das so. Wir sind jetzt nämlich auch schon wieder anderthalb Stunden dran. Dann machen wir noch morgen so eine kleine kurze Runde, bevor wir was Neues anfangen. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir nochmal hier was raiden wollen. Stegi ist ja schon wieder online. Wollen wir schon wieder Stegi auf die Nerven gehen? Ich glaube, das ist ein guter Plan. Er soll sich mal schön dran gewöhnen, dass wir jeden Tag mit ein paar Leuten auftauchen. Das machen wir mal. Alles klar. Dann lesen wir doch den Rest morgen fertig. Ihr könnt euch ja schon mal überlegen, was ihr noch hören wollt. Und schreibt mir einfach ins Discord, was wir morgen lesen wollen. Oh, der Raid ist dann in 10 Sekunden weit. Ich gucke noch ganz schnell, was du mir hier vorgeschlagen hast. Mit Pixelart-Vibe, die ist natürlich sehr, sehr cool. Das ist schon eine coole Idee. Alles klar, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.